Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. Ich dachte zuerst, es handelt sich um einen Scratch Mirror Myers, weil die Opfergabe uns hier nach Larrys geschickt hat. Aber dem ist nicht so. Wir spielen heute gegen die Seuche. Entschuldigung. Ja, ich versuche mich heute mal allein als Überlebender. Das heißt, die Mitspieler kenne ich nicht. Scheint auch, eine Seuche zu sein, die ihr Achievement vielleicht freispielen möchte. Versierte Seuche. Wir hatten ja schon mal den Perk, dass 3 Generatoren blockiert waren. So wie gerade das Aufschreien infizierte Angst. Barbecue und Chili ist auch nicht ausgerüstet. Das werden die 3 Perks sein, ja. Und ich bin die Obsession. Das heißt, wenn ich geschlagen werde, habe ich keinen Terrorradius. Glück. Ah. Jetzt hat sie ihre Stärke aufgebessert. An den Generator will ich jetzt erstmal nicht zurück, solange der verseucht ist. Decke ich mich da noch an und sie weiß, dass ich hier bin. Ah, ich glaube, jetzt ist die Verseuchung weg. Sehr schön. Thank you.
Ja, das wird wohl nichts mit ihrem versierten Erfolg. Ich nehme an, dass die über oder dass der Killer sich auch über ein D-Pip freuen wird. Sie. Den Brunnen hier hat sie gerade genutzt. Okay, das lief ja ganz gut.
Schauen wir mal, wie es bewertungstechnisch aussah. Na, ob wir da jetzt einen Pip verdient haben auf Rang 5, das wage ich zu bezweifeln. Schauen wir mal. Doch, tatsächlich. Hilfsbereit und ungebrochen auf Schillernd. Lichtgestalt, Reparatur von Generatoren, Ausgangstoren öffnen. Das haben wir auch auf Gold. Nur Flüchtling. Sich vor dem Killer zu verstecken oder bei Jagden gegen ihn zu gewinnen. Da haben wir nur Silber. 1% verlorene Jagden. Jetzt am Ende hin. Dadurch, dass wir uns noch haben schlagen lassen. Da hätten wir mal so abhauen sollen. Aber trotzdem haben wir einen Pip verdient. Wunderbar, wunderbar. Ich habe natürlich versäumt, in der ersten Runde mein Perk-Bild mal zu erklären, weil ich, als ich die Opfergaben gesehen habe und die Opfergabe des Killers gesehen habe, dass es in Larrys Gedenkinstitut geht, da bin ich davon ausgegangen, dass es ein Scratch Mirror Myers ist, was ihr vielleicht von mir kennt hier aus Herzinfarkte mit Michael Myers, und wollte das an dieser Stelle mal aus der anderen von der anderen Seite zeigen. Es war dann aber doch die Seuche. Okay, dann erkläre ich nun kurz mein Perk-Bild. Ich spiele auf jeden Fall eine Opfergabe. Viele Opfergaben habe ich mit Feng Min nicht mehr, zumindest keine, die ich jetzt irgendwie als sinnvoll erachte. Deswegen spiele ich das Primelblüten-Duftkissen. Dadurch bekomme ich 50% Bonusblutpunkte in der Selbstlosigkeitskategorie. Das heißt, das Retten von anderen Überlebenden, das Heilen, all sowas, gibt uns 50% Bonus am Ende der Runde. Und mein Perk-Bild sieht wie folgt aus. Ich habe Flink dabei. Wenn ich beim Laufen durch ein Fenster hüpfe, und dafür muss ich nicht mehr gejagt werden vom Killer, das wurde geändert, dann habe ich danach für 3 Sekunden eine Sprintgeschwindigkeit von 150%. Das heißt, ich bin etwas schneller und der Perk verursacht 40 Sekunden lang Erschöpfung, was bedeutet, dass ich 40 Sekunden lang danach etwas anderes als Laufen machen muss, damit ich mich davon wieder erhole. Laufe ich dann wieder, dann wird die Erholung pausiert. Als zweiten Perk habe ich die Selbstpflege dabei, um mich auch selbst heilen zu können, ohne Heilungsgegenstand. Dies aber nur mit 50% der normalen Heilungsgeschwindigkeit. Nutze ich jedoch ein Heilungsobjekt, dann heile ich mich natürlich dementsprechend mit der Geschwindigkeit, die dieses Objekt bringt. Und die Effizienz ist durch diesen Perk des Heilungsobjektes um 20% erhöht. Dann habe ich noch städtische Invasion. Damit schleiche ich 100% schneller. Das heißt, während ich schleiche, bewege ich mich so schnell wie ein Überlebender, der normal geht. Und als letzten Perk habe ich Verzerrung dabei. Verzerrung startet immer mit 3 Zeichen. Und jedes Mal, wenn der Killer meine Aura sehen würde durch einen seiner Perks oder seiner Add-ons oder vielleicht auch seiner Stärke, dann wird dann wird ein Zeichen verbraucht und ich werde in den nächsten 10 Sekunden nicht gesehen. Sieht er mich dann immer noch, wird das nächste Zeichen verbraucht und das gilt dann wieder für die nächsten 10 Sekunden. Und wie gesagt, wir haben nur 3 Zeichen auf diesem Perk. Damit startet man. Sind diese verbraucht, dann ist auch der Perk deaktiviert. Die Zeichen lassen sich nicht wieder auffüllen. Können aber ganz praktisch sein, da man so auch ein bisschen, man kann während der Runde so ein bisschen abschätzen, welche Perks der Killer hat. Das ist immer ganz wichtig, weil es ja nicht gerade unwichtig ist, die Totems auf der Karte zu zerstören. Ein Killer könnte ja noch niemanden drin im Tod dabei haben, was die Runde nochmal enorm ändern kann. Aber wenn man während des Spielens schon ein, zwei, vielleicht sogar alle Perks des Killers erfahren hat, dann ist man ein wenig auf der sicheren Seite. Und der Killer spielt die Hinterhältigkeitskategorie. Das heißt, er bekommt 50% Bonus für das Nutzen seiner Stärke. Und natürlich gibt es auch noch Hinterhältigkeitspunkte, wenn man alle Überlebenden erwischt. Bin ich mal gespannt, was ich für ein Team habe und gegen welchen Killer wir diesmal antreten werden.
Und ob ich da wieder lebend aus der Runde rauskomme. Wenn man alleine spielt, ist das immer so ein Risiko, dass die Mitspieler nicht sonderlich hilfsbereit sind. Gerade wenn es sich um ein Team handelt, wird man gerne als Außenstehender gerne mal ignoriert oder einfach nur dazu genutzt, den Killer an diesen einzelnen Überlebenden abzustreifen oder Punkte zu farmen, indem man den Überlebenden vom Haken holt, während man vom Killer verfolgt wird, was ich natürlich immer sehr super finde, wenn jemand sowas macht. Gut, dann schließe ich mich mal der Fuck You Crew an. Dwight mit seinem Fuck You Crew T-Shirt. Und da haben wir auch schon direkt Claudette. Und sollte der Killer Uneinigkeit haben, dann wird er gleich herkommen. Und wir haben auf jeden Fall Ruin im Spiel. Damit wissen wir schon mal einen Perk. Zumindest die Claudette macht's richtig und haut jetzt nicht vom Generator ab. Denn nur so macht man Ruin stark, indem man anfängt nach dem Totem zu suchen. So, der scheint dort hinten beschäftigt zu sein. Und hier das Fenster scheint ja sicher zu sein. Hier in der Nähe war er noch nicht. Helfen wir doch noch ein bisschen, Dwight. Ah. Werden wir gleich auch sehen, ob er Barbecue und Chili dabei hat. Sofern wir nicht zu nah dran sind. Es könnte zu nah sein, ja. Wir hören Terrorradius. So haben wir 32 Meter Entfernung gehabt und ab 40 Meter wird es ja erst aktiv. Die Zeit, die nutzt du noch, ne? Mich zu blocken. Sehr interessant. Hier zählt jede Sekunde für einen Steller. War also keine großartige Idee von dir. Da hinten wird die Obsession gejagt. Und genau damit habe ich gerechnet. Die sehen, dass die Obsession gejagt wird und dort hinten wird ein Generator gemacht, anstatt zu helfen. Von beiden Seiten. Super Idee, Leute. Super Idee. Jetzt bemüht sich auch mal die andere. Was soll man dazu noch sagen? Ich habe Verzerrung. Kleb mir nicht am Arsch. Es war mir klar, dass er Barbecue und Chili hat.
Ja. Nur die Zeit, die er da zum Jagen aufwendet, das könnte unser Vorteil sein. Ach, irgendwie. Entschuldigung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass niemand entrinnt dem Tod Teil seines Purples ist. Ja, das hab ich mir gedacht. Eine Verzerrung habe ich noch über. Das heißt, er wird nicht sehen, dass ich hier hinten das Ausgangstor öffne. Er wird mich jetzt in der Nähe suchen. Ich weiß, dass ich Selbstlosigkeitspunkte gespielt habe. Aber so hilfsbereit waren die Leute jetzt auch nicht. Ich gehe. Ich gehe. Dadurch werde ich mir jetzt zwar den Hass der anderen Spieler anziehen, verliere auch einen Pip, aber ich füttere keinen Killer mit. Niemand entrinnt dem Tod. Das war mir klar, dass dieser Spieler das ausgerüstet hat. So, und ich gehe hier auch mal raus, bevor ich mir da noch Sachen anhören darf. Ich werde aber nochmal die Selbstlosigkeit spielen und nochmal in eine Runde gehen. Dann hätten wir 3 Runden in diesem Video. Und ich hoffe, dass hier ein wenig mehr Hilfsbereitschaft da ist. Auch meiner Seite, muss ich sagen. Aber bei niemandem entrinnt dem Tod. Er konnte mich aufgrund von Verzerrung nicht sehen. Er ist in der Nähe geblieben. Die beiden hingen ziemlich nah. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, das verfluchte Totem noch zu finden. Mal schauen, wen wir in der dritten Runde als Gegenspieler haben werden. Wir sind im Spiel. Ah, und ich starte an dem Generator, der meist als erstes vom Killer kontrolliert wird. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit spielen wir wieder gegen die Seuche. Denn hier haben wir ja schon den Perk Korrupte Intervention.
Das heißt, drei Generatoren sind mit durch den Entitus blockiert. Wir haben auch die Seuche. Der ist auch blockiert. Fruchtzwerg wurde schon vergiftet. Da steht hier auch noch ein Totem. Oh, da aus dem Schrank wurde sie gefischt. Hat uns nicht gesehen. Na, ah, verseucht. Da will ich mich gerade nicht anstecken. Ich könnte aber noch ein Totem machen. Hier auf der Rückseite dieser Tür müsste noch ein Generator sein. Der wurde auch noch nicht angefasst, wie ich das sehe. Wobei, dumme Seuche. Also es ist keine Seuche, die versucht, den Erfolg freizuschalten, denn sonst hätten wir eine Obsession in der Runde durch dunkle Hingabe. Das heißt, man muss auch mit anderen Perks rechnen. Mich wundert gerade ein bisschen, es ist kein Ruin drin und trotzdem ist noch kein Generator an. Doch, es ist Ruin drin. Okay. Da ist Ruin. War das da in dem Raum? Okay. Sehr interessant. So, Barbecue und Chili ist nicht Bestandteil ihres Perks. Und drei Totems sind auf jeden Fall schon kaputt. Ah, das ist jetzt natürlich riskant, weil da auch der Generator angefasst wurde.
Will sie kotzen? Ja, will sie? Dann nehme ich sie mal mit. So dass die andere gerettet werden kann. Sie hat auf jeden Fall noch Zipfler mit drin. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist jetzt gerade den Überlebenden noch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Also Tüftler, Ruin, korrupte Intervention. Ja, da war gerade wieder Tüftler aktiv. Okay, Ruf einer Krankenschwester hat sie nicht, hätte mich aber auch bei der Seuche gewundert. Denn in den meisten Fällen erbricht man sich ja so, dass die Überlebenden verletzt sind. Und dann haben sie nicht die Möglichkeit, sich zu heilen. Hier ist schon alles an. Hier haben wir ein Medipack. Ich werde gerade mal im Keller schauen, ob wir da noch was haben. Medipack ist natürlich albern für die Runde. Es sei denn, sie schlägt zu oder hat ihr verletzendes Sekret. In der Kühlkammer befindet sich kein Totem. Aber wie gesagt, drei Totems sind auf jeden Fall weg. Komm, den Generator müssen wir schnell zu zweit durchziehen. Die wird jetzt auch definitiv herkommen.
weil sie ja keinen Terrorradius hat. Für 8 bis 12 Sekunden. Den Weg hochfinden. Da hinten ist die Treppe. Da ist sie doch. Komm runter. Ach, beide. Okay. So, ich hoffe, dass Claudette jetzt die Chance nutzt und loszieht. Heil dich doch nicht erst. Damit verrätst du wieder deine Position und gibst dem Killer Stärke. Außerdem... Nee, ich bin gar nicht ansteckend. Ich bin gar nicht ansteckend. Ah, mir wird jetzt eh keiner helfen kommen. Nope. Das Risiko gehen wir nicht ein. Naja, naja. War auch nicht die klügste Aktion von mir, sie vom Haken zu holen, aber ich dachte... Dann erwischt sie mich und sie kann abhauen, weil ich noch nicht gehangen habe, aber habe natürlich vergessen, dass sie mit diesem Strahl auch beide treffen kann, was natürlich ungünstig war. Naja. Kirito hat den Schlüssel. Ja. Die werden jetzt abbauen. Escape by Key. So, was wäre denn der letzte Perk gewesen? Ah, doch, infektiöse Angst. Okay. Infektiöse Angst war noch mit drin. Gut, ja. Das waren 3 Runden als Fengmin, 2-mal davon gegen die Seuche, 2 davon erfolgreich. Gut, das war's auch wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.